Hallo Filmstarts-Fans, ich bin Sebastian und wir reden heute natürlich über The Last of Us. Folge 8 ist mittlerweile da, das heißt, jetzt kommt nur noch eine Episode, dann ist die erste Staffel auch schon vorbei. Und mittlerweile, sobald der Montag kommt, freue ich mich auf der einen Seite, die Folge zu gucken, auf der anderen Seite habe ich mittlerweile auch echt ein bisschen Angst, vor die Kamera zu treten, weil nach wie vor so richtig huckt mich das nicht. Und jetzt, als ich Folge 8 gesehen habe, habe ich mir gedacht, so, okay, also es sind nicht nur die fehlenden Infizierten, es ist auch noch was anderes. Was das alles ist, darüber will ich mit euch jetzt in diesem Video einmal sprechen. Dabei wird es natürlich zu Spoilern kommen, ihr seid hiermit gewarnt worden. That's right. The Last of Us ist eine super Serie. Das will ich gleich nochmal vorweg sagen. Es ist eine tolle Serie und vor allen Dingen eine ziemlich perfekte Spieleadaption, obwohl, naja gut, vielleicht nicht perfekt. Wir streichen das perfekt und sagen, es ist eine richtig, richtig gute Spieleadaption. Und das sehen wir Woche für Woche immer und immer wieder. Und das sehen wir jetzt auch in Folge 8, weil Folge 8 konzentriert sich ja jetzt mehr auf eine Ellie, die irgendwie mit dem Leben klarkommen muss, während ein Joel da in diesem Keller immer noch um sein Leben kämpft. Und sie geht jetzt hier auf die Jagd, sie erschießt einen Hirsch und trifft dabei dann auf David und James, die ihr ihren Erfolg hier abtrünnig machen wollen. Und das sind alles Elemente, die kenne ich aus dem Spiel. Die habe ich quasi selbst miterlebt. Ich war mit Ellie auf Jagd. Ich bin mit Ellie auf diesen David getroffen und wir haben zusammen irgendwie an einem Feuer gesessen und uns ein bisschen unterhalten. Und das kann ich hier durch die ganze Folge wieder durchmachen, wie hier wirklich mit den Bildern gespielt wird. Das ist großartig. Wenn ein Joel hier auch aufwacht und sich gegen Davids Leute wehrt und dann die beiden da auch foltert, um herauszufinden, wo Ellie hingebracht wurde, 1:1 das Spiel. Also man kann es wirklich eigentlich nicht besser machen. Auch dieser große Konflikt zwischen Ellie und David, erst wenn sie da auf dem Tisch liegt und sie ihm dann ja auch sagt, ich bin infiziert, weil sie ihn vorher dann auch noch gebissen hat. Und dieser große Kampf in diesem Restaurant, wo es dann anfängt zu brennen, das ist alles genau 1:1 aus dem Spiel übernommen. Selbst dieses verzweifelte Hinrobben zu der Waffe von ihr haben wir so. Das Ding ist dann aber wieder, warum zieht es bei mir nicht? Und wie gesagt, ich grübele da jede Woche drüber nach und denke mir immer so, ich komme nie so richtig auf eine Begründung, warum es nicht klappt. Es sind viele Sachen. Auch jetzt hier in Folge 8 ignoriert man wieder komplett die Infizierten. Ignoriert man wieder komplett irgendwelche Klicker, irgendwelche Zombie-Viecher, die wir im Spiel tatsächlich haben. Wenn Ellie und David da ganz alleine sind, dann werden sie von einer Horde überrascht. Und es ist einer der aufregendsten Kämpfe, die man eigentlich in The Last of Us haben kann. Haben wir hier null. Auch so die ganzen Sequenzen, wie eine Ellie versucht, hier die Leute wegzulocken, das haben wir im Spiel auch, aber im Spiel ist es ein bisschen intensiver. Auch ein Joel muss sich hier sehr viel härter durch diesen Schnee kämpfen, um wieder an Ellie zu kommen. Das sind alles so Elemente, die finden wir hier nicht wieder. Aber ich bleibe dabei. Mein größtes Problem ist einfach die Tatsache, dass The Last of Us die Infizierten komplett ignoriert. Also eigentlich hätte man auch nur sagen können, okay, es gab irgendein Event und deswegen sind wir jetzt in der Postapokalypse und das war alles. Natürlich hätte man dann das Problem zu sagen, okay, warum ist Ellie jetzt so besonders? Warum will irgendwie jeder was von ihr? Aber das hätte man auch finden können. Und ich sage ja nicht, dass ich in jeder postapokalyptischen Serie jetzt irgendwelche komischen Monster brauche, aber im Spiel ist dieser Pilz halt einfach essentiell wichtig, sind die Infizierten absolut wichtig und in der Serie hat man uns anfangs ja auch noch gesagt, ja, Pilze, Pilze, überall Pilze, Cordyceps, Cordyceps, ah, Pilze, die dich überfallen und die dich zum Zombie machen und jetzt leben wir eigentlich in einer Welt, wo ich mich frage, okay, warum ist es denn jetzt überhaupt noch wichtig, dass man mit Ellie irgendwo hin muss, um aus ihrem Blut jetzt irgendein Heilmittel zu finden? Weil wir haben doch Jackson schon gesehen. Also das funktioniert ja einigermaßen. Und die haben ja auch ihre Systeme, um gegen Infizierte, die wenigen, die in dieser Welt der Serie noch rumrennen, vorzugehen. Also das ist so einer der größten Punkte, wo ich nach wie vor denke, so,
Na, die Bedrohung fehlt mir einfach. Ich will diese Bedrohung haben. Bei dieser wirklich wunderbar gefilmten, wunderbar geschauspielten Serie fehlt mir das einfach irgendwo. Und heute mit Folge 8 habe ich dann auch gedacht, okay, es ist für mich auch ein bisschen ein Zeitthema, weil jede Episode behandelt eigentlich eine abgeschlossene Geschichte ab. Also wir hatten jetzt die ganze Rückblende mit einer Riley, jetzt haben wir halt den verrückten Kannibalenkult und so werden hier halt pro Folge irgendwie brav ein paar Aspekte aus dem Spiel abgearbeitet, wo ich mir auch denke, okay, krass, also in der nächsten Episode haben wir dann wirklich auch das Finale des Spiels schon erreicht und sind dann nach 9 Episoden mit dem kompletten Spiel schon fertig. Und das finde ich tatsächlich als Gamer irgendwo dann auch ein bisschen schade, weil das Spiel hat ja halt einfach wirklich ein bisschen mehr zu bieten. Gleichzeitig ist es jetzt ja aber auch keine so krass ausgefallene Geschichte. Also The Last of Us erfindet das postapokalyptische Rad nicht neu, weil das haben wir bei The Walking Dead alle schon mal gesehen, dass auch Leute in der Postapokalypse plötzlich anfangen, Menschenfleisch zu essen und sowas alles. Wir hatten halt Zombies und hier haben wir halt Cordyceps-Zombies und sowas. Das ist alles nicht neu, aber irgendwie ist das Spiel zumindest in seinen, was, 15 bis 16 Spielstunden dann doch ein bisschen ergiebiger für mich persönlich als jetzt diese Serie. Und das ist für mich einfach so der Punkt, der mir immer sehr, sehr sauer aufstößt, weil ich habe so das Gefühl, man hat ja zwischendurch wirklich sehr, sehr starke Charakterepisoden gehabt. Gerade Folge 3 mit Bill und Frank oder eben auch die letzte Episode, Folge 7 mit Riley und Ellie. Und da denke ich mir, okay, The Last of Us, okay, HBO, wenn ihr wirklich sagt, wir verzichten komplett auf den Action-Faktor mit den Infizierten, dann nehmt euch die Zeit und gebt mir mehr solcher Charakterepisoden. Gebt mir mehr Zeit, mich mit diesen Menschen zu konfrontieren, mich in diese Menschen einzuleben, die jetzt in dieser Postapokalypse hier irgendwie ihr Leben bestreiten müssen. Das ist dann irgendwo auch wieder interessant. Und das wären dann vielleicht ja auch so ein paar Aspekte, die man hier ausbauen könnte, die wir im Spiel nicht hatten. Weil auch jetzt wieder mit David, diesem Sektenführer hier, das ist nichts Neues. Das haben wir alle schon gesehen. Es ist relativ vorhersehbar. Dafür muss ich jetzt auch nicht zwingend das Spiel gespielt haben, um von Anfang an zu wissen, okay, der Typ ist irgendwie ein bisschen komisch, der Typ ist irgendwie ein bisschen merkwürdig und, ah ja, okay, also der, den Joel da umgebracht hat, der gehörte zu David und also der große Überraschungsmoment ist auch nicht da. Dann, finde ich, hätte man halt wirklich noch mehr auf diese Charaktere gehen sollen. Und gerade jetzt in den letzten Episoden, finde ich, kriegt die Serie da zumindest bei Joel und Ellie auch gut den Bogen hin. Weil jetzt habe ich immer mal wieder so Elemente, wo ich denke, okay, die finden wirklich zueinander. Das war in der letzten Episode, wenn Joel da die Hand von Ellie nimmt und so drückt. Oder auch jetzt in Folge 8, wenn er sie tatsächlich in den Arm nimmt und Babygirl nennt so. Das ist das erste Mal so diese Anzeichen dafür, dass er sie jetzt doch mehr und mehr irgendwo als seine Tochter ansieht. Aber auch da wieder, gerade für eine Serie, die auf die ganze Action verzichtet, hätte ich mir noch ein paar mehr emotionale Momente zwischen den beiden gewünscht. Aber wie gesagt, das kommt irgendwie nicht so richtig durch. Und dann stelle ich mir auch so ein bisschen die Frage, wie wird es denn in Staffel 2 sein? Weil Teil 2 von The Last of Us als Spiel war ja äußerst kontrovers. Gerade weil wir auch so emotional gebunden waren an die Figuren aus dem ersten Teil. Wird das in der Serie auch so gut funktionieren? Oder wie wird das denn irgendwie aussehen? Ich werde nochmal ein ausführliches Video zu The Last of Us Teil 2 machen, wenn wir halt nächste Woche irgendwie auch das Finale durch haben. Aber ich habe so langsam das Gefühl, The Last of Us versucht zu sehr das Spiel zu kopieren, ist halt in seiner Perfektion das zu adaptieren, halt zu perfekt und erlaubt sich keine eigenen Ideen, also kleine eigene Fehler, wo ich vielleicht als Spieler sagen würde, das war aber so nicht im Spiel und dö, da, warum haben die das geändert? Aber genau das, glaube ich, braucht diese Serie ehrlich gesagt irgendwo, um zu sagen, gut, wir haben hier ein bisschen mehr das Emotionale. Und dann könnte ich auch vielleicht irgendwo für mich persönlich rechtfertigen, warum sie jetzt halt nicht 1000 Klicker und 1000 Infizierte in ihrer Serie haben. Aber gut,
das ist auch, wie gesagt, nur meine kleine bescheidene Meinung. Ich frage natürlich wie immer euch und ich weiß, dass ja, was glaube ich, 80% da draußen nicht meiner Meinung sind. Das ist ja auch vollkommen okay. Lasst uns aber gerne in den Kommentaren darüber diskutieren und für mehr rund um The Last of Us klickt einfach auf eins von diesen Videos.